Hallo Leute, vor allem am Weekend wieder aus Frankfurt. Und ich bin gerade mit der Mama unterwegs. Wir waren gerade im Idee und ich habe coole Sachen geholt für die nächsten DIYs, die anstehen. Ich werde die, glaube ich, jetzt am Wochenende dann machen. Und mein Herpesbläschen. Pflaster sieht man etwas, ne? Ja, habe ich mal wieder bekommen. Ich glaube, das ist immer so vom Fliegen oder so. Keine Ahnung, ich bin sehr empfindlich. Schlechtes Immunsystem. Ruftezeil. Und die Sonne geht unter. Sieht man nicht so gut, gell? So, neues Spiel am Start. Nach dem Spiel kaufe ich mir jetzt das hier. Meine Mutter fragt schon wieder Horror. Aber nein, das nicht. Metal Gear. Ich freue mich. Und hier ist irgendwie immer günstig bei... Ja doch, es kostet auch wieder nur 60. Nur, ne? Naja, aber 70 ist schon was anderes nochmal. Und mein Herpes hat sich verbessert. Es sieht zwar sehr rot aus jetzt, weil es auch so eine Fleischwunde ist gerade. Es ist sehr schlimm. Das Herpes, glaube ich, war das Schlimmste, was ich jemals hatte. Es schmerzte richtig, schmerzte. Naja, dann wollte ich euch nochmal ganz kurz was erzählen. Langer Monolog wieder. Der in einem Dialog endet, sobald ihr das Video wieder seht. Das ist immer das Gute. Ich bin nicht alleine. Ich wollte noch mal kurz zu diesen Armbändern was sagen. Sehr, sehr viele fragen mich immer wieder, woher ich die habe, was das ist und so weiter. Ich wollte hier ganz kurz eine Review machen. Warum nicht, oder? Das sind solche Cuff-Bracelets, die halt unten so zu öffnen sind und biegsam. Die habe ich bestellt aus den USA bei thecurrentcustom.com. Ich schreibe euch das gerne in die Infobox. Die sind vom Designer David Smallcone. Kann man auch da bestellen. Ich habe zweimal bestellt, es sind zwei Sets. Aber mehr dazu in der Infobox. Ich will einfach jetzt nur eine Review dazu machen, weil ich sie jetzt schon recht lange habe. Ich glaube 2 Jahre oder ich weiß gar nicht wie lange. Ihr wisst es bestimmt besser. Und ich trage sie immer, wie ihr wisst. Ist euch ja auch aufgefallen. Und ich nehme sie auch nicht ab. Das heißt auch nicht beim Schlafen, Schwimmen, Sport, weil ich auch so viel Sport mache, aber selbst dann nehme ich es nicht ab. Warum? Weil die sich super schon angepasst haben und wenn ich sie immer abnehmen würde, dann wäre das immer so ein Hickhack, die jeden Morgen wieder dran zu machen. Deswegen habe ich sie einfach dran gelassen. Jetzt ist das irgendwie so ein Teil von mir, der so ein Teil von meinem Körper verschmolzen an meinem Körper ist oder so. Wisst ihr, was ich meine? Naja, ich finde es halt schön. Aber jetzt zu der Review, weil ich Neuigkeiten habe sozusagen, weil jetzt war ich ja im Urlaub und sehr viel am Strand. Das heißt Sand, Schmirgel. Dann war ich im Salzwasser, was super also aggressiv auch sein kann. Und ich war im Chlorwasser, bin damit geschwommen. Und ich muss echt sagen, da ist nicht eine Sache, also nicht eine Sache hat sich verändert. Die sehen immer noch brandneu aus, wie am ersten Tag. Deswegen, ich wollte euch nur sagen, ich kann die... euch absolut empfehlen, falls ihr mit dem Gedanken spielt, sie zu holen. Sie sind zwar recht teuer, aber sie sind ja auch echt. Also zumindest fair goldet, fair silbert. Oder nee, fair goldet. Ich glaube, es ist silber. Und ja, das wollte ich nur kurz sagen. Standard in fucking Goethe 2. Hallo, wir haben gerade ein DIY fertiggestellt. Das werden wir... werde ich auch nachher hochladen. Allerdings wollte ich noch was anderes dazu machen. Ich wollte eigentlich 2 in 1 machen, aber das ist noch nicht fertig und ja, ein bisschen aufwendiger als gedacht. Deswegen wird es separat sein. Ich hoffe, es ist okay für euch. Dann habt ihr... Ist auch ganz cool, weil es 2 Schwierigkeitsstufen sozusagen sind. Also das eine super einfach, kommt dann einfach jetzt schon am Sonntag. Und ich wollte euch noch zeigen, weil es gerade auch so passt zu meinen DIYs, dass... Kleine Mitbringsel aus Gran Canaria, ein schöner Globus. Wir haben ja sehr lange nach einem tollen Globus gesucht, eigentlich auf allen Flohmärkten, wo wir waren und so. Leider keinen coolen gefunden und dieser hier ist wunderbar. Der ist nicht von einem Flohmarkt, sondern von einem Edelsteingeschäft. Alle Länder sind verschiedene Edelsteine. Ich zeige euch gleich close. So, jetzt erkennt man das ganz gut, dass das einzeln, also immer andere Steine sind. Seht ihr? Mir gefällt am besten Australien. Das sieht echt wunderschön aus. Hier. Das ist nämlich so ein Perlmutt. Das glitzert voll schön. So, wieder ein bisschen die Bude umstellen. Schlafzimmer ein bisschen. Ja, wir haben auch immer noch kein neues Bett. Wir kamen noch nicht dazu, überhaupt was online anzuschauen. Müssen wir echt mal machen jetzt und dann bestellen. Guck mal, er hilft natürlich auch mit. Nicht... mal zwischen
dem ganzen Kram sage ich euch noch mein Outfit of the Day, weil wir gehen jetzt gleich essen. Ich habe hier ein schönes Shirt, was ich neu gekauft habe bei Zara, genau. Und diese Hose, die habe ich, woher habe ich die nochmal? Achso, von Topshop ist die. Mit solchen, ne, so Rissen. Und dann die obercoolsten Schuhe. Die durfte ich mir aussuchen bei Tamaris. Super genial. Sehen so geil aus. Ich liebe sowas. Ganz toll jetzt für den Herbst. Und was trägst du so? Da gehen wir jetzt essen mit Papi. Voll schön. Oh, man sieht ein bisschen so pinken Himmel. Noch mit rum. Also nach dem Schmerzbelechtnis macht das weg. Und dann sofort das zu Hause ist am Computer und das gleich wieder raus. I am Kate aufholen. So, ich habe es jetzt sehr gut ausgemistet. Ich habe jetzt zwei von denen und eins habe ich komplett frei bekommen. Yeah! Das ist das zweite, das ist voll mit Zeug und so, wie ihr seht. Ich habe eine ganze Tüte voll mit Goodies zum Verlosen für euch. Richtig gemischt alles von High End, Urban Decay, Bare Minerals, Benefit, aber auch Manhattan. Ich hoffe, ihr freut euch. Yeah. Und auch Sachen, die ich gekauft habe. Zum Beispiel, ihr erinnert euch an das hier. Also nicht nur Sachen, die ich zugeschickt bekommen habe, auch Dinge, die ich gekauft habe. Ja, so, ich werde jetzt hier diesen Vlog schneiden und hochladen für euch. Ihr könnt dann gerne noch, wenn euch das interessiert, den Gran Canaria Vlog jetzt im Anschluss schauen. Ist auch in der Infobox verlinkt, falls ihr nicht draufklicken könnt oder so. Und ja, wir sehen uns dann die nächsten Tage wieder mit schönen herbstlichen Themen. Vor allem DIYs, weil ich liebe es zu basteln und gerade dann, ja, gerade wenn man nichts draußen unternehmen kann, ist es am coolsten eben zu Hause zu basteln und seine Bude nochmal zu verschönern und ein bisschen kreativ zu sein. Also wird das in Zukunft ein bisschen öfter kommen. Also freut euch darauf und bis zum nächsten Mal. Ich gucke jetzt mal, wie viel Sand in meinen Chucks steckt. Ja, und Popcornsocken. Also. Oh.